Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute hier aus München hinter mir die Eiswelle. Du kennst es vielleicht da, wo die Surfer die ganze Zeit am Rumsurfen sind. Wenn du das noch nicht gesehen hast und du mal in München bist, unbedingt mal hingehen. Heute soll es darum gehen, Frauen kennenlernen und was die meisten Männer falsch machen. Und deswegen die Frage direkt an dich, denn darum wird es in diesem Video gehen. In welchem Lebensbereich bist du noch in der Opferrolle? Und ich komme jetzt genauer darauf, was das bedeutet. Wenn du ein attraktiver Mann werden willst, wenn du ein attraktiver Mann sein willst, wenn du ein Mann sein willst, der viele Frauen kennenlernt, der viele Frauen verführt, der glückliche Beziehungen und auch längere Beziehungen mit einer Frau führen kann, auch wenn es jetzt längere intime Beziehungen sind, wo du sagst, hey, ich treffe 4 Frauen gleichzeitig und alle in einer offenen Beziehung, auch dann brauchst du diese Fähigkeit, musst du dir immer überlegen, inwiefern bin ich das Opfer in meinem Leben oder inwiefern bin ich der Bestimmer meines eigenen Lebens. Und ich sage das deswegen, weil ich das im Coaching halt immer wieder erlebe, immer wieder Männer sehe, die in vielen Lebensbereichen einfach in der Opferrolle sind. Und Opferrolle, das bedeutet einfach, dass du sagst, hey, Mann, blöd, aber hier kann ich persönlich jetzt gar nichts machen. Hier bin ich handlungsunfähig. Ja, also ich würde ja gerne Frauen ansprechen, aber ich habe halt einfach keine Freunde, mit denen ich das machen kann. Ich würde ja gerne abnehmen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür oder ich habe einfach die falschen Gene. Ich würde ja gerne ein glückliches Leben führen, aber meine Kindheit war halt schwer und blöd. Und ja, vielleicht war deine Kindheit schwer und blöd und das kann ja sein und dann tut es mir leid, das ist natürlich nicht optimal. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass Frauen sich für dich begeistern, dass Frauen dich toll finden, wenn du die Opferrolle in deinem Leben spielst, wenn du die Opferkarte ständig spielst. Das Gegenteil von der Opferrolle ist natürlich Verantwortung. Wenn ich sage, hey, ich könnte Frauen ansprechen, aber ich bin einfach zu faul, ich tue es einfach nicht, dann ist das zwar im ersten Moment schwerer zu ertragen, weil ich sage, okay, ich bin faul und das mag man natürlich nicht zugeben, aber du hast auch Handlungsmöglichkeiten. Ja, wenn du sagst, ich kann keine Frauen ansprechen, weil der Staat es mir verbietet, oder ich kann keine Frauen ansprechen, weil ich keine Freunde habe, mit denen ich das machen könnte, dann sagst du, ich habe keine Kontrolle darüber. Oder wenn du sagst, das andere Beispiel ist besser, wenn du sagst, ich kann nicht abnehmen, weil ich die falschen Gene habe, dann gibst du die Kontrolle von dir nach außen ab. Im Sinne von, oh, die Gene sind schuld, da kann ich nichts machen, also bin ich handlungsunfähig. Und je mehr Lebensbereichen du das machst, desto handlungsunfähiger wirst du. Ist ja ganz klar, weil warum solltest du auch handeln, wenn du weißt, du kannst sowieso nichts daran ändern. Ja, wenn du der festen Überzeugung bist, meine Gene sind schuld, dann wirst du ja nicht handeln, weil das ist ja einfach nur Energieverschwendung dann. Warum solltest du dann Energie darauf verwenden, wenn du von vornherein weißt, dass du sowieso nichts daran machen kannst? Und es gibt halt Männer, die machen das in allen Lebensbereichen, die Opferrolle, diese Verantwortung abgeben und sind dann irgendwann an dem Punkt, wo einfach sie in ihrem Leben einfach sich eingeengt fühlen, sie ängstlich werden, sie keine Kontrolle mehr haben und sie einfach die größten Pussys und Weicheier sind. Und natürlich will diese Frau mit diesen Männern nichts zu tun haben. Und deswegen musst du dir immer überlegen, solltest du dich regelmäßig fragen, in welchem meiner Lebensbereiche bin ich in der Opferrolle und in welchem meiner Lebensbereiche übernehme ich bereits Verantwortung. Wenn Leute zu mir ins Coaching kommen und sagen, hey, guck mal, ich komme jetzt ins Coaching und ich möchte jetzt lernen, wie ich erfolgreicher mit Frauen werden kann, dann übernehmen sie in diesem Moment Verantwortung für diesen Lebensbereich und kümmern sich darum. Und das musst du in jedem Lebensbereich tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gezeigt habe, aber ich mache jeden Monat, und das kann ich dir auch nur empfehlen, so eine Auflistung von allen Lebensbereichen. Also bei mir ist das Spiritualität, Fitness, Finanzen und Berufliches, Freunde und Familie, Frauen, persönliche Entwicklung, irgendwie sowas. Ich weiß manchmal auch nicht Spiritualität, aber sowas in der Art. Und die Bereiche musst du halt selbst für dich definieren. Und dann schaue ich mir halt an, wie läuft es gerade in diesen Bereichen, bewerte das auf einer Skala von 1 bis 10 und schreibe auch, was ich machen könnte, um das Ganze besser zu machen. Und dann gucke ich es mir im nächsten Monat wieder an und wiederhole diese Prozedur. Und gleichzeitig kannst du dich halt fragen, in welchem dieser Lebensbereiche bin ich in der Opferrolle und in welchem Lebensbereich übernehme ich bereits Verantwortung. Das solltest du regelmäßig für alle deine Lebensbereiche checken. Und ja, das ist nicht einfach und da muss man sich ja hinsetzen und Zeit für nehmen. Aber ja, das ist nun mal so, für Weiterentwicklung, für Verantwortung muss man sich hinsetzen und Zeit nehmen. Aber jetzt kommen wir mal darauf, warum das so wichtig ist beim Frauen kennenlernen und übrigens auf jeder einzelnen Etappe mit Frauen, egal wovon wir jetzt hier reden. Der Punkt ist einfach, die Frau möchte ja einen Mann. Die Frau fühlt sich von einem Mann angezogen und ein Mann ist es nicht, wenn du die ganze Verantwortung zum Beispiel nach außen abschiebst. Das ist kein Mann. Verantwortung übernehmen ist ein großer Teil deines männlichen Werdungsprozesses, egal auf welchem Punkt du da jetzt stehst. Denn wer übernimmt keine Verantwortung? Wer schiebt alle Verantwortung nach außen ab? Kinder, Jugendliche, kleine Jungs.
Kleine Jungs schieben alle Verantwortung nach außen ab. Ja? Die sagen, hey, ich muss mich nicht darum kümmern, meine Mama kümmert sich darum. Ich muss mich nicht darum kümmern, mein Papa kümmert sich darum. Ah, ich muss mir ja keine Ausbildung suchen, wir haben ja eh genug Geld in der Familie. Das ist okay, ich kann von dem Geld von den anderen Leuten leben. Verantwortung nach außen abschieben, das sind Jungen, das sind kleine Kinder. Und eine Frau will nicht deine Mama sein. Eine Frau will einen starken Mann an ihrer Seite haben, einen potenten Mann, einen Mann mit ein bisschen Wumms dahinter. Nicht so ein Lappen, der da einfach nur so durchs Wasser treibt. So, das taugt halt nicht. Das taugt den Frauen halt nicht. Das ist weder anziehend im kurzzeitigen sexuellen Sinne gesehen, noch taugt das für eine längere Beziehung. Gerade in einer längeren Beziehung, das ist der Ort, wo wirklich dann die Probleme auftauchen, weil natürlich möchte die Frau, und das kennst du auch, und das habe ich dir auch in dem Donnerstag-Video gezeigt, einen Mann, an den sie sich anlehnen kann, eine starke Schulter, an den sie sich anlehnen kann. Und das kann sie halt nicht, wenn du immer noch in der Opferrolle bist, wenn du überhaupt keine Verantwortung für deinen Lebensbereich übernimmst. Deswegen die Aufgabe an dich, denn du kennst mich ja mittlerweile, ich gebe auch immer gerne mal Aufgaben, weil ansonsten bringt das ja alles nichts. Schau dir mal, so wie ich dir jetzt eben erklärt habe, schau dir mal die Lebensbereiche an. Mach dir mal diese Auflistung, von der ich erzählt habe. Schau dir mal die Lebensbereiche an und reflektiere mal wirklich ehrlich, in welchem Lebensbereich übernehme ich Verantwortung und wo tue ich es nicht. Ja, das könnte einfach bedeuten, dass du sagst, hey, ich bin ganz schön übergewichtig, meine Gene, kann sein, dass meine Gene nicht optimal sind, aber das ist auch egal, ich kümmere mich jetzt darum, so gut ich kann. Ich nehme die Handlungsmöglichkeit, die ich habe und setze die um, was auch immer das für dich bedeutet. Frauen, okay, ich suche mir jetzt einen Coach, ich gehe jetzt raus, ich spreche Frauen an, ich beschäftige mich jetzt mit der Literatur und fange an, mich damit auseinanderzusetzen. Beruflich, ich höre auf, über meinen Chef zu meckern und darüber, wie unfair es in unserem Unternehmen ist, sondern bemühe mich darum, dass ich vielleicht mehr leiste im Unternehmen oder wechsle vielleicht das Unternehmen, wenn es mir da überhaupt nicht gefällt. Übernimm Verantwortung für deine Lebensbereiche und dann läuft das auch mit Frauen. Das Ding ist, die Männer kommen halt immer und wollen irgendwelche schlauen Sprüche hören, irgendwelche Tricks, und ich erinnere mich mal dran, ich hatte mal einen Mann bei mir, oder ich habe mal einen Mann getroffen, der hat mich dann gefragt, Tim, was ist jetzt eigentlich dieser eine Spruch, mit dem man alle Frauen bekommt? Und ich war verwirrt, aber er meinte das ernst. Also er dachte wirklich, es gäbe einen Spruch, mit dem man jede Frau rumbekommen kann. Und natürlich gibt es den nicht. Diese ganzen technischen Sachen haben ihren Reiz, und die technischen Sachen zu können, das macht auch Sinn. Die ganzen Flirttechniken, über die wir auch hier auf dem Channel reden, das macht auch Sinn. Aber der Kern ist, dass du dich als Mann weiterentwickelst. Dass du einen Mann darstellen kannst. Denn wenn du das einmal geschafft hast, wenn du dich als Mann weiterentwickelst, wenn du auf dem Weg bist, dich als Mann weiterzuentwickeln, dann gehörst du zu diesen seltenen 5% der Männer. Ja? Die meisten Männer, 95% der Männer, machen das nämlich einfach so, dass sie Verantwortung abgeben. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, das ist super interessant. Die meisten Männer kommen aus ihrem ursprünglichen Zuhause raus mit ihrer Mutter und suchen dann direkt die nächste Frau, die sie weiterhin versorgen kann, wo sie sich um nichts kümmern müssen. Das heißt, erst hat sich die Mutter um alles gekümmert und dann suchen sie direkt die nächste Frau, um die zu heiraten, damit die nächste Frau sich um alles kümmern kann. Damit sie sich ja um nichts kümmern müssen, damit sie sich ja mit ihrem Leben nicht auseinandersetzen müssen. Und wenn das auf dich zutrifft, und ich weiß, dass es auf einige Männer hier, das wird auf viele von euch zutreffen, zumindest Teilbereiche davon. Sei ehrlich zu dir, stell dich diesen Dingen, diesen Herausforderungen, diesen Problemen und man the fuck up. Nicht umsonst heißt das hier Manpower, ne, das ist unsere Mission hier zusammen. Und zum Beispiel, wenn du nicht an den Herausforderungen teilnimmst, die nächste Herausforderung, die kommt, nimm daran teil, stell dich Herausforderungen, geh mal raus aus deiner Komfortzone, übernimm Verantwortung für dein Leben, kümmere dich darum, dass dein Leben läuft. Du bist verantwortlich. Wenn sich keiner kümmert, dann macht es, also wenn du dich nicht kümmerst, macht es niemand. Das ist meine Maxime, wenn ich Frauen anspreche. Wenn ich es nicht führe, dann führt hier niemand. Ich führe es erstmal und wenn die Frau nicht will, wird sie es schon sagen. Das ist die Maxime, nach der solltest du in deinem Leben arbeiten. Du gestaltest erstmal selbst dein Leben, ja, und sonst macht es nämlich keiner. Ganz wichtig, ich hoffe, du setzt dich nach diesem Video mit diesem Thema auseinander und hast nicht einfach nur weiter ein 10-minütiges YouTube-Video geguckt und setzt dich jetzt wieder vor den Fernseher oder holst dir jetzt wieder einen runter, sondern ich hoffe, du setzt dich jetzt hin, machst dir über das Gedanken, was ich dir gerade gesagt habe. Schön, dass du dabei warst. Hier oben links in der Ecke kannst du den Channel abonnieren, hier unten kannst du dich für einen der letzten Coachingplätze dieses Jahr bewerben und links geht's auf dem zum letzten Video auf dem Channel, das Disziplin-Video, was du unbedingt schauen solltest. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.